Ursprünglich war für heute die große Eröffnung des Außenstandortes der Buga 2021 geplant. Dann hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir wollten das trotzdem nicht ganz so an uns vorbeigehen lassen und haben deshalb heute die Pressevertreter eingeladen, um heute den Abschluss der Baumaßnahmen zu verkünden. Das heißt, also, wir haben ja sowohl den Parkplatz erneuert, die Eingangssituation völlig neu gestaltet, das historische Gärtnerhaus saniert und wir haben vor allen Dingen die total zerstörten Gewächshäuser, die historischen, abgerissen und ein neues Gewächshaus gebaut, sodass der Besucher, der den Buga-Außenstandort Saalfeld besucht, wirklich auch ein sehr ansprechendes Ensemble vorfindet, wenn er hier reinkommt. Das Gärtnerhaus ist also umgebaut worden. Das hat also viele Jahre ein sehr trostloses Dasein gefristet, war doch ziemlich in die Jahre gekommen. Wir haben das innen wie außen einer Schönheitskur unterzogen und haben im Erdgeschoss barrierefrei und behindertengerecht eine Ausstellung zur Geschichte des Parkes, zur Geschichte der Villa Bergfried und vor allen Dingen auch der Geschichte des Erbauers, nämlich Dr. Ernst Hüther, gestaltet, die ihn als schillernde Persönlichkeit mit vielen Facetten darstellt. Wir haben insgesamt etwa 1,4 Millionen Euro aufgewendet, wobei der Löwenanteil auf das Gärtnerhaus und den Parkplatz entfallen. Wir haben zum Teil Förderung bekommen, also gerade für den Abriss der Gewächshäuser, zum Teil auch für die Sanierung des Gärtnerhauses, mussten allerdings auch eine ganze Reihe von Eigenmitteln einsetzen, weil bestimmte Programme leider ausgelaufen sind und wir dort eben keine Förderung mehr bekommen haben.